doch recht neu auf dem Markt ist weisser Snus. Weisser Snus? Ja, wie ist das möglich? Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder mit dem Tabak reinwaschen, also sprich einem aufwendigen Verfahren, tut man den durchs Wasser oder irgendwie so durchlassen, bis er eben neutrale Farbe bekommt. Oder man nimmt viel Stoff und packt es dann in die Beutel rein. So oder so haben ja alle Snus-Sorten viel Nikotin drin. Doch welche von diesen Sorten ist jetzt am schädlichsten, wenn wir davon ausgehen, wir haben den herkömmlichen Snus mit dem normalen Tabak drin, oder wir haben den weissen Snus, der weissen Tabak drin hat, oder der Snus, der eben gar keinen Tabak drin hat, sondern mit Füllstoff gefüllt ist. Man kann aktuell schon davon ausgehen, dass der herkömmliche Snus der schädlichste ist, wo ja dann auch alle Nitrosamine drin hat und auch die Zähne rudimentär kann verfärben, wie das bis jetzt immer der Fall war. Ziemlich sicher weniger schädlich ist dann auch der weisse Snus, der Tabak drin hat, der weisse eben Tabak, aber auch dort sind Nitrosamine drin, die eben unter anderem Krebs können auslösen, wobei das nicht so häufig der Fall ist. Der Vorteil ist bei dem, dass es eben die Zähne ziemlich sicher nicht verfärben kann. Am wenigsten schädlich, wobei ist auch mit Vorsicht zu genießen, weil die E-Zutaten, die dort drinnen sind, die kann man auch nicht so genau, je nachdem sagen, was das wirklich, wenn man die Kombination hat an E-Substanzen, was das im Körper auslöst. Wenn man jetzt abgesehen von dem das betrachtet, kann man wahrscheinlich schon davon ausgehen, dass der am wenigsten schädlich ist, weil ja der auch nicht Nitrosamin drin hat, da ja kein Tabak drin ist. So oder so, wie schon angesprochen, hat es ja viel Nikotin drin. Und das ist das, was ich am meisten Bedenken habe. Und auch die Tatsache, dass grosse Tabakhersteller wie Marlboro, Zigarettenhersteller, auch in diesen Markt eingestiegen sind, ist nicht unbedingt ein gutes Zeichen für alle jungen Leute da draussen. Weil die wissen natürlich ganz genau, wie man an die Zielgruppe herkommt und wie man die dazu bringen kann, dass sie eben Snus konsumieren. Und eine Variante ist eben leider der weisse Snus, der so frisch, so unproblematisch daherkommt, obwohl es eben auch dort bei allen Nikotin drin hat, die leider sehr schnell abhängig machen kann.